Mensen. Sie unterrichten an der Sigmund Freud Universität in Wien und haben zwei neue Bücher geschrieben. Worüber wir sprechen, sind die neuen Perspektiven der Kunsttherapie. Ja, wenn wir über diese Perspektiven sprechen, dann sprechen wir ja zunächst über das, was vergangen ist und über die frühen Ansätze der Kunsttherapie, denn aus denen sind die Perspektiven erwachsen. Wir sprechen über Immanuel Kant und das ist gar nicht so schwierig, wenn man sagt, Kant hat immer gesagt, Wahrnehmungen und Bilder und Begriffe gehören zusammen und man kann sie nicht trennen. Aber wir haben im Laufe von 200 Jahren gesehen, wie die Begriffs- und Wissenschaftswelt sich zunehmend von dieser Bild- und Kunstwelt getrennt hat. Und die Kunsttherapie, die um 1800, also zur Zeit Kants in den Psychiatrien ihrer Zeit entstand, diese Kunsttherapie hat eigentlich in diesen 200 Jahren es erreicht, dass die Bilder legitimiert werden, legitimer sind als in früheren Zeiten. Natürlich haben wir Epochen der Malerei und der Plastik hinter uns, in der das Bild eine hohe Würde, eine hohe Dignität hatte. Die Kunsttherapie hat nun aber dazu beigetragen, dass auch im Raum der Klinik, im Raum, der für den kranken Menschen bestimmt war, das Bild diese Dignität bekam. Die Frage heute nach 200 Jahren ist tatsächlich, haben sich die Bildwelten verändert? Sind das noch dieselben Bilder? Und jeder von uns sagt sofort, nein, natürlich nicht. Nach 200 Jahren haben sich die Bilder unserer Welt verändert. Und ich würde anfügen, und besonders die Bilder der Jungen und die Bilder der Alten, die sich verändert haben und sogar immer weiter voneinander entfernen. Wir werden darüber noch sprechen müssen im nächsten Abschnitt unseres Gesprächs, wenn wir über die Kunstpädagogik, auch über Schule reden, auch über das, was im Kunstunterricht passiert. Aber eins können wir schon an dieser Stelle sagen, dass 200 Jahre Kunsttherapie auch 200 Jahre der Veränderung der Bilder sind, die Menschen in sich tragen, auch Veränderungen von Bildwelten sind, die anders geworden sind und, jetzt kann man schon sagen, den Menschen zuweilen krank machen, aus den unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel, weil er sich mit diesen Bildwelten nicht auseinandersetzen will, mit den Bildwelten, die es erreicht haben, dass er von etwas betroffen wurde und die er jetzt in Betroffenheit mit sich herumträgt. Zum Beispiel ständig geschlagen in der Kindheit und die Bilder seiner Kindheit mit sich tragend. Oder oftmals missbraucht und die Bilder des Missbrauchs mit sich herumtragend. Nein, das will kein Mensch. Und deswegen versuchen wir, die wir vielleicht betroffen sind, diese Bilder von uns fernzuhalten. Und hier eröffnet sich tatsächlich ein neuer Bereich der Kunsttherapie. Offenbar sind die Bilder der Kindheit sehr wichtig. Gilt das noch, was wir in den Kinderzeichnungen gelernt haben? Ja, wie wir schon angedeutet haben, haben sich unsere Bildwelten in 200 Jahren natürlich verändert. Wir haben vieles erlebt und vieles hat sich uns eingeprägt. Natürlich gilt nach wie vor, dass wir als Kinder, die wir noch nicht alles wissen, Fantasien entwickeln, Wünsche und Bedürfnisse, die erfüllt oder nicht erfüllt werden. Und das ist heute nicht viel anders als vor 200 Jahren. Aber heute kommen doch die Bilder und die damit einhergehenden Wahrnehmungen und Gefühle
anders daher als früher. Ich würde sagen, die Bilder werden anders kodiert. Nehmen wir doch einfach mal Rowlings berühmten Roman Harry Potter und seine Verfilmungen und schauen wir doch mal, welche irrealen Flugszenen da konstruiert sind, wie man auf einem Besen durch die Lüfte reiten kann. Das sind Fantasien, für die ich früher vielleicht in die Psychiatrie gekommen wäre. Nehmen wir doch mal all diese Bilder an, die wir auf und über unsere Tablets, Smartphones und Videospielkonsolen abrufen und erzeugen können, mit denen wir spielen, mit denen auch ich, selbst ich noch in meinem Alter, gespielt habe, der ich ein Videospiel wie Doom 2 mit Leidenschaft noch gespielt habe, weil ich fasziniert war von der Schnelligkeit der Szenen, von der Fokussierung der Bilder, von den Bildschnitten. Ich wollte es ausprobieren und wurde verführt, wenn ich spielte. Und wenn ich jetzt überlege, in welchem Ausmaß unsere Kinder davon beeinflusst werden, bis in dieses hohe Jugendalter, in welchem Ausmaß sie mit ihren Smartphones und Tablets umgehen und sich auf Bildebenen befinden und die Bilder abrufen, die ihnen lieb sind. Und andere Bilder, die ihnen nicht lieb sind, nicht abrufen. Dann können wir ungefähr erahnen, was Bilder im kindlichen und jugendlichen Alter bedeuten. Es sind Bilder, die ich mag oder Bilder, die ich nicht mag. Es sind Bilder, die ich von mir ausgrenze oder einbeziehe in mein Innenleben. Und jetzt berühren wir einen Punkt, den viele Kinder betrifft. Viele Kinder, die schwer traumatisiert sind über schwere Trennungen, über schwere Traumatisierungen. Dies alles wird im Anfang der Kindheit, und das wissen wir heute immer besser, das alles wird im Anfang der Kindheit reguliert, sagen wir. Wie mich mein Vater anschaut, wie mich meine Mutter anschaut, wie ich bestätigt werde, dass ich das gut oder schlecht getan habe. Das ist ähnlich wie vor 200 Jahren. Aber jetzt verbinde ich es mit Bildern, Bildern, die ich kenne, eben von Harry Potter oder von Doom 2. Von Harry Potter, wo ich meine Liebsten aufsuche, von Doom 2, wo ich meine Feinde aufsuche. Ich bekomme vorgeführt, bildhaft vorgeführt, wie ich selbst meine Affekte vorgängig auf Bildern reguliere. Auf einmal wird das, was wir genannt haben, Kunsterziehung, Kunstdidaktik, Gefühlserziehung mit Bildern, auf einmal kriegt das eine Wichtigkeit, wie wir es bis jetzt kaum ahnten. Die Affektregulierung geschieht über die frühen Bilder, die ich erlebe und die gefühlshaft getönt werden. Herr Menzen, wie kommt es zu diesen wahnsinnigen Bildern, die manche Patienten in der Psychiatrie von sich geben? Ja, damals um 1800 ging man noch davon aus, dass, und da war man durchaus auf einem modernen Stand, dass man Bilder, die man nicht erträgt, abspaltet. Mit denen will man nichts zu tun haben, haben wir schon mal gesagt. Diese Auffassung hat sich lange gehalten, dass Menschen, die schwer, ich sage jetzt mal, traumatisiert sind, schwer betroffen sind von den Bildern, die sie haben ertragen müssen, dass diese Menschen mit diesen inneren Bildern nichts zu tun haben möchten. Das gilt ja für uns heute auch. Inzwischen wissen wir aber, dass wir mit den Bildern seit der frühen Kindheit aufwachsen. Das hatten wir eben schon gesagt.
dass wir mit Bildern aufwachsen, die sozusagen gefühlsmäßig getönt sind. Wir hatten gesagt, affektreguliert sind. Mama sagt, das darfst du oder das darfst du nicht. Das tust du und dafür bekommst du eine Belohnung. Ich verbinde mit manchen Bildern Schönes und Schreckliches. Und das Schreckliche stelle ich mir nicht so gerne vor. Wir haben in der Entwicklungspsychologie gelernt und die psychoanalytische Forschung hat uns dabei geholfen, dass wir im Laufe unseres Lebens sozusagen einen Ich-Kern entwickeln. Das, was ich nenne. Und wir haben auch gelernt, in dieser psychoanalytisch orientierten Entwicklungspsychologie, dass es viele Ich-Zustände gibt, die sich sehr unterscheiden können. Wir sprechen sogar von multiplen Ichs oder Ego-States, Ich-Zuständen. Und so kommt es tatsächlich in unserem Leben, dass bestimmte Zustände gerne, ich sage jetzt mal, innerlich gesehen sind und andere nicht. Manche verdränge ich, manche schiebe ich von mir weg und manche rufe ich innerlich gerne auf. Das waren schon die Erkenntnisse um 1900 von Pierre Janet in der Klinik von Charcot in der Salpêtrière in Paris. Freud schuf daraus seine Theorie der fixen Ideen. Wir haben manchmal fixe Ideen und die beherrschen uns und die wollen wir vielleicht nicht. Wir kleben sozusagen an ihnen. Es gibt also Zustände, die wir gerne und solche, die wir überhaupt nicht innerlich aufrufen, uns vorstellen wollen. Und daraus hat sich eine Theorie auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie, auch der Erwachsenenpsychiatrie entwickelt. Diese Theorie sagt, wenn es bestimmte Situationen gibt, die erschwerend sind, dann mag ich die nicht erinnern. Aber nun gibt es unter uns verschiedene Menschen mit verschiedenen genetischen Ausstattungen. Es gibt Menschen unter uns, die sind genetisch so ausgestattet, dass sie eher als andere bei bestimmten schwerwiegenden inneren Vorstellungen, ich sage jetzt mal in dem klassisch verpönten Sinn, verrückt werden. Buchstäblich verrückt werden, als wenn sie an eine andere Stelle gerückt werden, als wenn sie auf einmal neben sich ständen, als auch wenn sie auf einmal in den Zuständen ständen, in denen sie gar nicht sein wollen, in den Ego-States, in denen sie gar nicht sein wollen. Und diese Menschen finden sich dann sehr häufig in der Psychiatrie wieder. Dort, wo man feststellt, dass, was ihr Hirn angeht, sie total erregt sind. Der Haupterregungsstoff ist Glutamat in unserem Gehirn und ein anderer Erregungsstoff ist Dopamin, Neurotransmitter, die Moleküle der Erinnerung weiterreichen, befördern. So, jetzt habe ich also einen Menschen in einem höchstgradig erregten Zustand, der überschwemmt wird von Glutamat und Dopamin. Einen Menschen, der mit seinem Erregungszustand, mit dem Zustand, in dem er dann versetzt wird, in seinem Ego-State, nicht mehr umgehen will. Das ist er doch eigentlich gar nicht. Aber in dem Teil seines Ich ist er das sehr wohl, das hat er erfahren. Psychiatrie und die Erfahrung der Psychiatrie sagt uns, es gibt Menschen, die in bestimmten Gelegenheiten dekompensieren, in diese Situation hineinrutschen und dann auf einmal mit Hilfe der Psychiatrie quasi wieder rehabilitiert. Das ist lateinisch und heißt zurückversetzt werden in ihren ehemaligen Zustand. Also was wir lernen in der Kunsttherapie, was wir lernen als Kunsttherapeuten aus der Psychiatrie heißt, da ist ein Mensch in einem hochgradig erregten Zustand,
dem ich helfen muss, dass er sich wieder rehabilitiert, in den vormaligen Zustand zurückversetzt. Wie kann ich ihm das ermöglichen, dass er wieder zu seinem eigentlichen Kern-Ich, wahren Ich kommt? Ja, eigentlich dadurch, dass er das Gefühl hat, ich bin wieder ich. Selbst der Novalis vor 200 Jahren hat gesagt, dass das Ich Herr seines Ichs wird. Das heißt, ich muss dem Menschen ermöglichen, mit Malen, mit Plastizieren, mit Performances, also kleinen Theaterstücken, zu erfahren, dass er sich produzieren kann auf dem Papier, in der Plastik, im Rollenspiel. Und das habe ich getan in der Psychiatrie und wir haben erfahren in kleinen Rollenspielstücken, dass Menschen sogar sich quasi in eine andere Rolle versetzen konnten und auf die Weise wieder und besser über sich selbst reflektieren konnten, zu sich selbst kamen. Also aus der ehemaligen Disbalance ihres Gemütszustandes wieder in die Balance, ins Gleichgewicht kamen. Es gibt Menschen, die geistig desorientiert erscheinen. Wie geht die Kunsttherapie mit diesen Menschen um? Wir haben es gerade angedeutet, dass der Mensch, der, ich sag jetzt mal, psychiatrisch auffällig geworden ist, oft verwirrt erscheint, desorientiert erscheint. Und wir haben gesagt, es gibt Gründe dafür. Auf der einen Seite genetisch bedingt, aber auf der anderen Seite umgebungs- und sozialisationsbedingt, ereignisbedingt, ist er völlig aus der Bahn geworfen. Nun haben wir aber auch Menschen, die desorientiert sind aufgrund ihrer andauernden genetischen Beeinträchtigung. Wir nennen diese Menschen, und wir scheuen uns davor, dieses Wort in den Mund zu nehmen, geistig behindert. Wir haben Ersatzworte gefunden. Wir haben dazu gesagt, mental behindert, mental beeinträchtigt, Menschen mit besonderer Auffälligkeit. Aber sie sind nun mal behindert, und sie sagen das auch von sich selbst. Aber sie sind nicht als Ganze behindert. Vielleicht nur in Teilbereichen, vielleicht in einem Bereich, der dafür verantwortlich ist, dass wir reale, angemessene Bilder von der Welt erhalten und von anderen Personen. Also es hat was zu tun mit der Bildentstehung in meinem Kopf selbst. Und es gibt tatsächlich Menschen, die genetisch nicht die Möglichkeiten haben, die Welt angemessen, das heißt in unserem Fall adäquat, wiederzuspiegeln. Sie gehen durch die Welt und sehen die Gesichter zum Beispiel nicht in der Differenziertheit, in der sie erscheinen könnten. Wir wissen aus den neuen Proteinforschungen und gerade aus den Proteinforschungen, die in den letzten Nobelpreisen gewürdigt worden sind, dass wir Nervenreizweiterleitung mit uns herumtragen, die Sinneseindrücke verarbeiten und zu dieser Verarbeitung auf dem Lauf, auf der Strecke, der Verarbeitungsstrecke, Proteine benötigten, das heißt kleine Signalschalter, das heißt kleine Eiweißmoleküle, die einen richtigen Schalter legen oder aber es ermöglichen, dass die Eindrücke, die ich habe, auch in der richtigen Weise weitergegeben werden. Richtig heißt in diesem Fall gebündelt, denn in jedem Augenblick haben wir 300.000 Informationen, die wir selegieren müssen, runterbeamen müssen auf 300. Das schaffen manche Menschen nicht. Menschen, die wir autistisch nennen, Autismus aus dem Griechischen, ganz in sich verschlossen, sind oft Menschen, die von den vielen Eindrücken ihrer Welt überwältigt sind, überschwemmt sind.
weil sie diese Proteine, diese kleinen Eiweißschalter nicht besitzen, genetisch bedingt, die ihnen die Vielzahl der Eindrücke runterbeamen. So sind sie völlig davon überfordert. Es tut ihnen psychisch geradezu weh, dass die Vielzahl der Eindrücke, die sich weiterreichen will, nicht gebündelt werden kann. Wir sagen zu gestalten, zu Bildmustern, zu Bildgestalten. Wir haben also tatsächlich Formen der sogenannten geistigen Behinderung, und das müssen wir auch so akzeptieren, in denen die Welt sich nicht so abbildet, wie anderen Menschen das möglich ist. Was tut dabei die Kunsttherapie? Sie greift auf eine Fähigkeit zurück, die diese Menschen ja haben. Sie können tatsächlich angemessen, aber wenn es geht, dann nur in Details, wenn es geht, nur im Ausschnitt. Sie können angemessen diesen Menschen helfen, diese Details, diese Ausschnitte genau zu betrachten, genau wiederzugeben. Das tut heute die große Technologiefirma SAP, die Menschen mit Autismus einstellt. Im Augenblick sind es meines Wissens 25. In den nächsten Jahren will man 300 Menschen mit Autismus einstellen, die eine Kompetenz haben. Und diese Kompetenz heißt, sie können genau hingucken bei der Softwareerkennung. Sie können detektieren, was da verkehrt ist. Sie können sich kaprizieren auf genau dieses Ereignis, auf genau diesen Code, der falsch geschrieben ist. Also, Sie haben eine Fähigkeit. Sie haben nicht nur ein Defizit. Und das haben wir in der Kunsttherapie gelernt. Wir haben gelernt, dass wir diesen Menschen nicht ermuntern müssen, kreativ zu sein, ständig Fantasien zu animieren, quasi sich selbst nochmal und noch weiter zu überschwemmen, sondern wir helfen ihm, zu seinen Details zu kommen, im Bild, und alle anderen Informationen wegzuräumen. Die Gestaltpsychologie, nämlich die Wissenschaft von der Erkennung in Gestaltbildern, in Bildgestalten, hat uns ermöglicht, diesen Menschen, nämlich mit Autismus, näher zu kommen und ihm zu helfen, näher auch zu einer angemessenen Welt zu kommen. Diese gestaltpsychologische Erkenntnis ist, glaube ich, auch in der Psychosomatik ziemlich wichtig geworden. Ja. Ja, im Anfang der kunsttherapeutischen Ansätze, also um das Jahr 1850, haben wir Ateliers, die sich vornehmlich mit Menschen befassen, die mental beeinträchtigt sind oder aber dann zunehmend auch körperhaft beeinträchtigt sind. Um die Jahrhundertwende zum 20., also 1890, 1900, wird die Erfahrung, die man dort gemacht hat, immer mehr angewandt auf Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind. Wir sagen somatisch, wir sagen genauer psychosomatisch. Soma, griechisch, der Körper. Die psychosomatisch, das heißt im Wechselspiel von Psyche und Soma, beeinträchtigt sind. Und tatsächlich hat sich im Rahmen der Erfahrungen, die man da gemacht hat, die genau um diese Zeit aufkommende Gestaltpsychologie auch als wichtig erwiesen. Sie hat gezeigt, dass wir bestimmte Muster bildgestalten, Gestaltmuster mit uns herumtragen. Wenn ich das tue, dann geschieht mir das und das. Wenn ich das tue, dann das. Das darf ich nicht tun und tue ich vielleicht jetzt trotzdem. Wir tragen mit uns herum Handlungskonzepte, die wir als Bilder abrufen können. Wenn ich das tue,
dann? Und schon sagt die innere Stimme, nein, das darfst du nicht. Und schon merke ich, dass mein Körper reagiert, dass ich es irgendwo im Magen spüre. Irgendwo merke ich, dass ich in Anspannung versetzt werde bei diesem bestimmten Gedanken. Irgendwie merke ich, dass dieses psychische Bildmuster auch sich körperhaft, innerkörperhaft zeigt. Darüber wissen wir inzwischen sehr viel mehr. Wir haben lange Zeit darüber gesprochen, dass hier dieses psychische Bild in ein körperliches Bild verkehrt, konvertiert. Wir sprachen dann von Konversionen und bei Erkrankungen von Konversionsneurosen. Inzwischen können wir das vielleicht sogar etwas einfacher sagen. Es gibt einen Psychoanalytiker und einen Neurologen, die beide heißen Ansermet und Magistretti, und ich habe sie ausführlich in meinem Buch behandelt. Sie haben ein wichtiges Buch geschrieben über die Individualität des Gehirns. Und sie haben uns gezeigt, ja, dass wir bestimmte Situationen in vieler Hinsicht kodieren. Das heißt, es geschieht ein mentales Muster, ein mentaler Code, der mit einem körperhaften Muster, mit einem Körpercode assoziiert wird. Wir kennen das aus der Verhaltenspsychologie, dass Reize und Reaktionen miteinander in Entsprechung gesetzt werden und auch komplizierte und mehrfache Reize mit mehrfacheren Reaktionen in Entsprechung gesetzt werden, und immer wenn eines erscheint, das gesamte Cluster auftaucht. Die Psychosomatik hat gelernt, dass bestimmte Situationen körperclusterhaft erscheinen. Psychosomatisch dann erscheinen. Nehmen wir ein Beispiel. Der Drogenabhängige, der schwer Heroinabhängige, der aufgrund eines Verbotes, das will ich, aber das darf ich nicht, in Spannung gerät, in einen erregenden Schub gerät und sehr gelernt hat, dieses Muster aufzulösen, indem er sich entspannt und sich einen Schuss setzt. Nach dem Schuss durchflutet es ihn warm und angenehm. Er hat gelernt, mit Anforderungen, mit Spannungsmomenten so umzugehen, dass er fast postwendend, wenn er die Möglichkeit hat und über den Stoff verfügt, sich entspannt. Dass er ein bestimmtes Moment, wenn dann wieder die Spannung, jetzt schon biochemisch bedingt, auftaucht, er zittert, er schwitzt, er muss sich ständig die Nase schneuzen, weil sie läuft, er also Entzugserscheinungen kriegt, er wieder sich entspannen lernt. Es ist ein psychosomatisches Muster, was sich fortsetzt. Wir haben gelernt, die Zuständigkeit dieses Menschen genauer zu sehen. Einmal mit Ansermet und Magistretti zu sehen, wie er bestimmte Codes gelernt hat in seinem Leben. Nämlich in einer bestimmten Weise auf bestimmte Situationen zu reagieren und sich zu entspannen. Das haben wir eben gesagt. Wir haben aus der Neurologie von Antonio Damasio gelernt, dass dieser Mensch, wie jeder Mensch, die Eindrücke seines Lebens verschaltet, also bestimmte Verschaltungsmuster bildet im Gehirn. Wo haben wir Verschaltungsmuster? Überall haben wir sie im Gehirn. Unsere Handlungsmuster werden durch die sogenannten Basalganglien
Es sind so große Areale, die seitlich hier im Gehirn platziert sind. Da wird gespeichert, wie ich handle. Auch mit meinem frontalen Kortex, mit meinem Vorderhirn, da speichere ich Handlungsmuster. Also, die Psychosomatik kann uns sagen, wo auch neuronal bestimmte Muster auftauchen, die, wenn dieser Mensch jetzt als Patient zu uns kommt, umkodiert werden müssen. Und tatsächlich gelingt es, diese inneren Körperkonstellationen umzukodieren. Ja, es gelingt, und zwar manchmal recht gut, aber wir wissen ja, dass manche dieser Körperbilder sich in langer Zeit verfestigt haben. Es braucht dazu auch Zeit, dass wir sie wieder in derselben Weise, wie sie gelernt worden sind, umlernen können. Aber das ist leichthin gesagt, und jeder, der drogenabhängig ist, jeder, der essgestört ist, weiß, wie lange so etwas dauern kann und wie leidvoll es ist, diese anderen Codes zu lernen. Und dazu kann die Kunsttherapie sehr viel beitragen. Sie kann beitragen, in bestimmten Momenten bildnerisch entspannungshaft zu arbeiten. Also Spannungsmomente zu entspannen mit ihrem bildnerischen Tun, weil es angenehm ist, ja, weil es manchmal fast wie ein Ersatz zur Sucht auch daherkommen kann. Und hier beginnt natürlich das Problem der Kunsttherapie, an was für eine Stelle sie damit rückt. Aber wir haben gelernt, dass die Bildproduktion, das bildhafte Gestalten im Prozess der Umkodierung gebraucht werden kann. So gebraucht werden kann, dass ein Patient, ja, die alten Situationen, die alten Codes nicht mehr aufrufen muss. Ich vermute mal, dass sich die psychoanalytischen Modelle weiterentwickelt haben und die Kunsttherapie mit ihr. Können Sie uns davon erzählen? Ja, da ist tatsächlich viel geschehen. Es ist passiert, dass das von Freud noch konzipierte Modell der Ich-Instanzen verändert wurde. Das war gravierend für die Entwicklung der psychoanalytischen Theorie. Ich-Instanzen-Modell heißt Ich ist über Ich. Das heißt, es ist etwas, was mir quasi über Ichhaft vorgegeben wird, im Wort meiner Eltern, meines Pfarrers, meines Lehrers. Und das steht oft entgegen den Wünschen und Bedürfnissen, die ich habe, die mit diesem Es bezeichnet werden, den inneren Wünschen und Bedürfnissen. Und das Ich muss die tatsächlich ins Reine bringen. Das war und muss sie integrieren. Die da oben und das da unten. Und das war lange das Modell. Dieses Modell, das Modell des typisch bürgerlichen Ichs, es war beschränkt auf mich selbst. Und bezog den anderen, weil es ja ein innerpsychisches Modell war, den anderen zwar ein, aber nur auf dieser innerpsychischen Ebene. Freud hatte schon bald gemerkt, dass er dieses verändern müsse, und der nächste Schritt war das sogenannte Strukturmodell. Wir reden von unbewusst, vorbewusst und bewusst. Und auch dieses Modell, provokant scheiterte daran, dass das Unbewusste, wie ein sehr bekannter Arzt
Und Therapeut sagt, dass das Unbewusste nicht mehr in dem individuellen Seelenkämmerlein eines jeden Menschen hockt und darauf wartet, entborgen zu werden, wie ein Schatz aus der Tiefe. Es ist also Thomas Fuchs in Heidelberg, der Leiter der sozialen Medizin dort, der sagt, hört auf, und er sagt dies im Sinne der sogenannten phänomenologischen Psychotherapie, einer Psychotherapie, die auf das Wesen der Dinge stoßen will, hört auf, von dem da in mir zu reden, sondern das ist etwas, was zwischen uns geschieht. Das ist nie ohne den anderen zu denken. Wir hatten in den vorigen Abschnitten von der sogenannten Affektregulation zwischen zum Beispiel der Mutter und dem Kind geredet. Und wir hatten davon geredet, dass sich darüber all das ausbildet in mir, auch meine Ich-Zuständigkeit, dass ich die Grenzen meiner selbst kenne, in den Grenzen meiner Wünsche und meiner Bedürfnisse, meiner Affekte, die ich dann entsprechend äußere. Thomas Fuchs sagt mit seiner Auffassung eines phänomenologischen Psychotherapeuten, das bildet sich zwischen uns, zwischen dir, dem Vater, und mir, dem Kind, dir, der Mutter, und mir, dem Kind. Und das, was ausgesprochen ist oder nicht ausgesprochen ist, was sozusagen als blinder Fleck zwischen uns vielleicht als Tabu bestehen bleibt, das ist das Unbewusste sehr stark und legt sich oft und über uns drüber. Also die neue Psychoanalyse hat gelernt, nicht, dass wir das Unbewusste abzuschaffen hätten, im Gegenteil, natürlich gibt es unbewusste Prozesse, aber es hat doch mehr gelernt, weniger individualpsychologisch und mehr sozial vernetzt zu denken. Und die moderne psychodynamische Psychotherapie denkt im Sinne dieser psychoanalytischen Sozialisationsansätze, in denen ich mich immer vernetzt mit anderen denke. Und nicht mehr als einer, der die innere Klappe aufmacht und etwas rauslässt und dann wieder zumacht. Das war lange Zeit in der besonders humanistisch-psychologisch geprägten Psychotherapie das Katharsis-Modell, das sozusagen Abregungsmodell. Ich lasse meine Erregung raus, ich male sie, ich plastiziere sie, ich stelle sie da ins Spiel und dann ist es draußen. Und das hat sich im Prinzip als Unsinn erwiesen. Es hat sich gezeigt, natürlich, dass wir energetisch miteinander verkehren. Aber die heutige moderne Psychoanalyse sagt, es gibt nur physikalische und nicht psychische Energie. Da hat Freud offenbar einen Fehler gemacht. Und wir müssen lernen, allerdings mit den psychischen Äußerungen und Ausdrucksformen, die wir im sozialen Gesamt uns aneignen, ja, wir müssen lernen, damit umzugehen. Das heißt, dann, wenn wir gestört sind, sind es manchmal diese affektiven Regulationszustände. Wir haben nicht gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Wir haben nicht gelernt, unsere Bedürfnisse angemessen zu äußern und auch durchzusetzen. Und die Kunsttherapie verhilft im bildnerischen Gestalten wieder zu diesem emotionalen Ausdruck. Dazu muss ich keine Klappe auf- und zumachen, sondern ich muss im sozialen Gesamt, und da ist die Beziehung der therapeutischen Situation, das Setting, sehr, sehr wichtig. Ich muss im sozialen Gesamt mich zu äußern lernen. Und da ist das Bild so quasi ein Exerzierfeld, ein Probefeld, in dem ich das lernen kann, in dem ich meine Wünsche und meine Bedürfe äußere. Und das habe ich versucht in meinem Buch darzustellen. Ich habe also in diesem Buch Ansätze, Arbeitsfelder und Bilder, diese vielen Kapitel, die wir jetzt besprochen haben, versucht mal aufzuzeigen. Und ja, ich glaube, es ist vielleicht auch gelungen, auch die neuen Perspektiven der Kunsttherapie dort zu dokumentieren.